was am Pablo hat erkämpft, Sieg heute hier zu Biel? Ja, auf jeden Fall. Wir haben nicht so gut angefangen. Viel zu schön probiert zu spielen. Zu wenig zu gut auf das Goal gehabt. Die haben ein schlechtes Spiel, die Goal geschossen vorne. Ja, dann haben wir gewusst, dass wir zwei Drittel mit Gas geben, etwas machen. Schön war es hier, dass wir einen Strafpfiff haben. Wir können zwei Powerplay ausnutzen. Ja, leider nachher wieder aufgehört zu spielen, wieder 3-3 bekommen in der Verlängerung. Ja, ich meine, 3-3 kann schnell passieren. Und ich bin glücklich für uns, das Goal, aber das haben wir gerne und sind glücklich über den Sieg. Du sagst, es war ein glücklicher Sieg. Die ersten 30 Minuten hat Biel eigentlich das Spiel machen, das ihnen liegt. Und dann seid ihr immer wie besser ins Spiel gekommen. Hat man den Start ein bisschen verschlafen, wenn man so möchte sagen? Ja, ich denke schon. Also die ersten 10 Minuten waren sicher schlecht. Viel zu wenig, viel hin. Zug hat vorne können frei aufspielen, viele Chancen gehabt. Zum Glück hat heute Melvin super gegeben für uns. Und dann, ja, wie gesagt, sind wir mit der Zeit immer besser spielen, vorne Chancen kreieren, sind wir auch viel mehr gelaufen, Zweikämpfe gewinnen. Und dann, ja, Powerplay ausgenutzt, das war sehr wichtig für uns beide. Und ja, sicher mit dem Spiel sind wir dann immer besser in Fahrt gekommen und können die Goal schiessen am Schluss. Wie war es für euch Spieler, vor so einer spärlichen Kulisse zu spielen? Habt ihr das überhaupt mitbekommen? Ja, schon ein bisschen. Mir wäre mir speziell, wenn du auf Eis gehst und die Saal ist ein bisschen leer. Aber ja, leider ist es schon ein paar Mal so im Cup, dass nicht so viele Zuschauer da sind. Aber ja, wir haben schon die letzten zwei Jahre ernst genommen und das ist dasselbe dieses Jahr. Wir wollen so weit gehen wie möglich. Es ist wichtig für uns und für den Club. Darum haben wir alles gemacht, was wir Zeit geholt haben heute und sind froh, sind wir eine Runde weiter. Jetzt geht es in der Meisterschaft weiter nach dem Cup-Spiel. Was erwartest du vom nächsten Spiel? Ja, auswärts in Ambri ist glaube ich, immer schwierig. Sie sind eine gute Mannschaft, gegen die Fans dort sind sehr laut. Es sind immer enge Spiele, glaube ich. Wir werden defensiv sicher müssen besser arbeiten als heute. Viel zu Fehler gemacht heute, Böcken rausgebracht, schön gespielt, kompliziert, zu viel Triple gelebt. Aber ja, das ist etwas so im Cup. Darum wieder zurück zur Basis und einfach spielen und vorne, wie wir es gehabt haben bis jetzt. Viel Druck, viel Zug aufs Goal, schiessen und ja, vor allem in den Würgen irgendwie. Und dann kommt es gut. Danke vielmals für die Zeit, die du genommen hast und eine gute Rückfahrt auf Klaten. Dankeschön.